Wir reden jetzt über den kalifornischen Schweinswal. Unter den Säugetieren definitiv das seltenste Tier der Erde. Denn es gibt noch etwa 10. Und das ist so eine Zahl. Das ist was ich mir jetzt ausgesucht habe. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das heute ausgesucht habe. Ich habe mir dieses Thema, das liegt mir auf dem Herzen tatsächlich. Es liegt mir nicht am Herzen, es ist tatsächlich, es liegt mir auf dem Herzen. Ihr wisst, dass ich zum Beispiel auf meinem Arm, ne, sind, da, seht ihr das, sind alles, da, sind alles Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Tiere, die es teilweise in naher Zukunft auch nicht mehr geben wird. Und wir sprechen jetzt über ein Tier, das wird aus meiner Sicht in sehr, sehr naher Zukunft aussterben. Leider. Da müssen wir reingehen. Das wird nicht schön. Also, wieder wer jetzt ein schweres Herz kriegt, der muss jetzt gehen. Aber ihr wisst, ich bin gut im schweren Herzen machen. Guck mal. Wir gehen rein. Passt auf. Zack. Wir sprechen über diese Region hier. Da. Guck mal, damit ihr das einordnen könnt. Wir sind in Nordamerika. So, das könnt ihr, glaube ich, alles sehen. Ja. Wir haben hier oben die USA. Zack. Hier kommt Mexiko. Das heißt, hier geht es in Mittelamerika über. Wir haben hier den großen Pazifik. Unser größtes Meer auf dem Planeten. Ne? Der wird aber immer kleiner, der Pazifik. Er wird nicht größer. Der verkleinert sich. Dafür haben wir ein bisschen mehr Glück. Unser Atlantik vergrößert sich. Guck mal. Und ich möchte mit euch sprechen über den Golf von Kalifornien, Sea of Cortez. Wir haben hier die kalifornische Halbinsel, Baja California. Hier hören die USA auf, San Diego, Tijuana ist dann schon Mexiko. Hier mündet der River Colorado, zack, da ist das River Mouth. Und der Chat, ihr kleinen Meeresbiologen habt es schon richtig erkannt, wir reden über den Vaquita. Denn der lebt hier. Gut, ich habe euch das jetzt mal verortet. Da. Wir reden jetzt über den kalifornischen Schweinswal. Eines der seltensten Tiere auf unserem Planeten, wenn nicht sogar das seltenste Tier. Also im Meeresbereich ist mir kein Tier bekannt, was seltener ist. Es ist im Wasser, unter den Säugetieren, definitiv das seltenste Tier der Erde. Denn es gibt noch etwa 10. Und das ist so eine Zahl. Ich weiß, ne? Ich habe euch das ja schon mal erzählt, die Geschichte vom European Bison oder dem europäischen Wisent. Das waren nur noch 12, heute wieder zwischen 4 und 7.000. Das ist ein Landtier, das man gut halten, das man gut züchten kann. Ist ja wie eine Kuh. Das ist jetzt hier eine Nummer, das geht schief, aus meiner Sicht. Okay, wir steigen da mal ein bisschen ein, ne? Ich habe mir ein paar Videos rausgesucht und ihr seht es hier oben in meinem Verlauf schon eine ganze Menge an Informationen. Wir steigen da einfach ein, wir schauen uns das jetzt in Ruhe an, gehen da durch, wie die aktuelle Fakten und Informationslage dazu ist und dann gucken wir mal, was wir daraus lernen können. Okay. So, das erste Video, was ich mir rausgesucht habe, ist bei Science with Mr. Harris. Kenne ich auch noch nicht, aber ich werde mir das auf jeden Fall mal abonnieren, weil ich fand das irgendwie, glaube ich, ganz gut. The Vaquita Porpoise is a tiny, very cute and very endangered. We should all care. Ja, sollten wir, tatsächlich. Guckt mal, da seht ihr auch schon, wie der ungefähr aussieht. Ne? Also der Vaquita, das ist der umgangssprachliche Name eher des Spanischen, weil er lebt ja in einer spanischsprachigen Region und gehört zu den Porpoisen, also den Schweinswalartigen. Fukuena, da seht ihr das auch schon. Wir haben Fukuena, das ist unser Schweinswal. Und hier haben wir Fukuena sinus. Das ist der kalifornische Schweinswal. Man streitet sich immer so ein bisschen, ob das jetzt tatsächlich das kleinste Waltier der Welt ist. Erinnert euch, das wisst ihr schon aus meinen anderen Streams und Videos. Es gibt insgesamt 94 Waltiere. Ne? Die großen Rockle Whales, also die Baleen- oder Bartenwale. Dann gibt es die Zahnwale, Orcas, Delfine und so weiter. Und es gibt die Schweinswale. Und ich würde ja immer noch den Pottwal außen stellen, aber gut. Schweinswale sind kleine süße Tiere. Und so Karikatur, comic-mäßig, diese Zeichnung hier ist, so sieht er aus. Das ist ein,
Ist ein wirklicher, wirklicher, schöner, schöner kleiner Wal. Ja? Okay, dann gehen wir da mal rein und gucken uns an, wo eigentlich die Problematik beim Wakita liegt. Es wird kein schönes Video, so viel vorab. Aber gut, es wird ein wichtiges Ding. Und ihr sind hier, weil einfach wichtig. Okay? Let's go. Yeah, is a tiny porpoise. Well, it was a tiny porpoise, maybe. Guck mal, ihr seht ja schon die Größenverhältnisse 0,5 Meter. Also der wird so maximal 1,50. Ist also wirklich ein kleines Vieh, den könnte ich noch so tragen. Numbers have become so low that no one really knows how many are left. Man weiß ungefähr, dass es um die 10 Tiere sind. Könnten auch 12 sein, könnten auch 8 sein, ne? Also nagelt euch jetzt nicht zum Zeitpunkt dieses Videos. Wir haben heute den 14.12.21 um und bei 10 Tiere. Ob das jetzt 15 sind oder 9, spielt keine Rolle. Es sind verdammt wenig. There are any left. The number is certainly below 12. But should we care? I think we should. Firstly, this tiny little porpoise is almost certainly going to join the ranks of species that have been driven to extinction by humans. And really soon. We're actually watching this species go extinct in real time. We should also care because their babies are the size of little football. Also, wir sehen hier, ne, der kommt von der Seite der Tiere, die noch am Leben sind, auf die Seite der Tiere, die wir schon ausgerottet haben. Mammut, Wollmammut haben wir ausgerottet. Den Riesenalk, das ist dieses Tier hier. Und dann kommt der Wakita, vermutlich demnächst dazu. And they're the cutest things ever. Like any species going extinct, the Wakita has its own story. Und die Story, ich sag euch, wir werden es jetzt im Laufe dieses Videos sehen, die Story vom Wakita ist eine der krassesten Aussterbegeschichten, finde ich. Und das, deswegen liegt die mir auch so schwer auf dem Herzen, weil das ist jetzt, ihr werdet das sehen, das ist keine Krankheit, kein illegaler Wildtierhandel im engeren Sinne, keine Lebensraumverlust, weil es den Wald nicht mehr gibt, wo das Tier lebt oder dieses Meer. Es sind nicht die krassen Jäger, die den Wakita einsperren. Es ist nicht die Aquarien- oder Delfinarienindustrie. Ihr werdet sehen, wie krass diese Geschichte ist und warum die mich so sehr berührt. Wakita, which means tiny cow in Spanish, has its own story wrapped up in economics, culture and conservation. You see, Wakita live in the northern Gulf of California in Mexico. Und guck mal, die Bude hier ist so 1000 Kilometer lang ungefähr. Die leben wirklich nur hier, hier ganz weit oben. Die haben das kleinste Verbreitungsgebiet aller Meeressäuger auf der Welt. Das ist so winzig, die kommen wirklich nur dort vor. Ist echt krass. Evolved from a group of porpoises that swam into the Gulf, eventually becoming their own species and claiming the mantle of world's smallest cetacean. Wie gesagt, ich zeige euch das gleich. Da ist man noch so ein bisschen strittig. Und ihr wisst, ich bin Krümel- und Korinthenkacker, wenn es um sowas geht, weil es gibt noch zwei andere Wal- und Delfinarten, die genauso groß sind. Deswegen, aber auch hier, what the fuck, who cares? Wen stört das jetzt oder für wen ist das wichtig, dass das jetzt die kleinsten oder größten sind am Ende? Aber ich möchte trotzdem der Vollständigkeit halber euch erzählen, dass es auch noch andere gibt, die genau auch 50 Kilo schwer werden, 60 Kilo schwer und 1,50 Meter lang sind. Damit wir auch etwas über die wissen. Und am Ende teilen sie tatsächlich auch ein etwa gleiches Schicksal, leider. Which is a science word meaning whales, dolphins and porpoises. Now until recently, this area was just a bunch of little fishing villages. However, the effect of extinction of another species made this little area very interesting. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, warum der kalifornische Schweinswal ausstirbt. Achtung. For a long time, the swim bladder of the Bahaba, which is a fish native to the coastal waters around China. Da war wieder unser Lieblingswort. Es gab einen Fisch in China. Und man wollte seine Schwimmblase haben. Für die Leute, die nicht wissen, was eine Schwimmblase ist, kann ich das vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Also es ist ein Auftriebskörper innerhalb eines Fisches. Wo der jetzt liegt, ist von der Art etwas abhängig. Manche Fische haben auch überhaupt keine Schwimmblase oder die ist sehr zurückgebildet oder sehr rudimentär. Manche haben eine zweikammerige, manche eine einkammerige, ist egal. Anyway, es ist ein Hohlkörper, der in dem Fisch jetzt hier ungefähr in dieser Region sitzt. Und der wird befüllt mit einem Gas. Meistens ist es Sauerstoff, den die Fische aus ihrem Blut nehmen, um damit die Schwimmblase zu befüllen. Es gibt aber auch andere, die Luft atmen, schnappen, runterschlucken und der Schwimmblase zugänglich machen. Ganz verschiedene Arten. Aber ihr wisst schon, wie ich als Taucher, wenn ich so ein Jacket auf habe, da kann ich Luft reinmachen, dann treibe ich auf und lasse ich die Luft raus, gehe ich runter. Und genauso machen das Fische auch, damit sie nicht die ganze Zeit nach oben schwimmen müssen oder nach unten oder wie auch immer, gleichen sie im Prinzip ihr Niveau im Wasser mit dieser Schwimmblase aus und das kann man eben
Manche können das schnell, manche können das langsam. Heringe zum Beispiel pupsen, um Luft abzulassen und so weiter. Also gibt es ganz, ganz verrückte Sachen bei Fischen. Aber die Schwimmblase ist für den Fisch, der im Freiwasser schwimmt, extrem wichtig. Nochmal, aber es gibt auch andere Fische, wie zum Beispiel Haie, die haben gar keine Schwimmblase, die haben die sogenannten Squalen, also vergrößerte Lebern mit hohem Auftrieb und so weiter. Also Schwimmblase, wichtig für den Fisch und der da hat eine. So, jetzt gibt es mit dem aber ein Problem. Was highly prized for its purported curative powers. And for those of you who don't know what a swim bladder is, like I didn't know, it's basically a balloon inside of a fish that lets it move up and down in the water column. So, und die Scheiße ist, er hat es ja gerade schon gesagt, das wurde so ein bisschen, habt ihr vielleicht überhört, aber diese Schwimmblase ist in China eine ultra krasse Delikatesse, ein Statussymbol, ein Aphrodisiaka, wie immer. Es fördert die Potenz, die ganze Scheiße, die wir eigentlich auf jedes Körperteil von jedem erdenklichen Tier ummünzen können, was dann immer in China unbedingt gebraucht wird. So, der ist nahe der Ausrottung, deswegen gibt es den nicht mehr, keine Schwimmblasen, ergo... Ich muss auf was anderes gehen, was ja genauso wirksam ist. Gehen wir rein. She was trying to find the Bahaba in its dwindling numbers, turn people to look at the next best thing, the Totoaba. Also einen verwandten Fisch. Wir sind jetzt beim Totoaba. Und genau um diesen Umberfisch heißt er auch, geht es. Just happens to be the little vaquita's neighbor in the Gulf of California. Suddenly, fishermen in this economically depressed area could make thousands of dollars a day just by catching a few fish. Wichtiger Punkt. Also, der Totoaba-Fisch, um den es jetzt geht, der lebt nicht in China. Der kommt auch im Golf von Mexiko vor, genau dort, wo der kalifornische Schweinswal lebt. Teilen sich dasselbe Habitat. Die Fischer, die dort leben, ja, die fangen mit ihrem normalen Fischfang. Da können sie ein bisschen ein paar Dollars machen. Aber wenn es um diesen Fisch geht, können die, und wir reden hier über Millionen Dollar machen, weil China eben unfassbar viel Geld für die Schwimmblase von auch dem Totoaba zahlt. Und teilweise Preise erreicht. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, die teurer sind als Kokain oder Gold. Also, das schwankt. Wir reden hier zwischen 70 und 90.000 US-Dollar pro Kilo. Kilo Koks, 50k. Goldpreis weiß ich gerade nicht, 54k, sowas um und bei. Leute, es ist eine Scheiße. Fisch schwimmt, naja, wir gehen mal weiter rein. So they unrolled their nets and they got to work. Unfortunately for the vaquita, and also for the Totoaba as it turns out, the gill nets that fishermen use are virtually invisible to our tiny friends. Und darum geht's auch, dass die Stellnetze, also die Kiemennetze, ne, das sind ja ganz dünne, feine, wie Angelsehnen im Prinzip, die über hunderte Meter gestellt werden, befestigt am Grund, zwei Bojen, ihr kennt das schon, das sind die Dinger, die ich auch raushole bei meinen Geisternetzaktionen. Da soll halt der Fisch reinschwimmen. Und sich mit seinen Kiemendeckeln, die ja nach außen gestellt sind, also er schwimmt easy durch, will dann aber zurück und durch die Kiemendeckel verhakeln sich die Kiemen eben sehr schön in diesem scheiß Material. Naja. Rely on echolocation underwater to find their way around. This led to lots of them becoming stuck in nets and unfortunately lots of dead. So, und dem kalifornischen Schweinswal geht es da genauso wie unserem Schweinswal, der hier in Deutschland in der Ost- und Nordsee heimisch ist. In der Ostsee gibt es ja eine Subpopulation vom Schweinswal, das sind etwa noch... Ich müsste jetzt lügen. Ich lüge jetzt mal, ich sage jetzt einfach sowas wie 467 Tiere, um und bei, keine Ahnung. Und pro Jahr sterben mehrere Dutzend in Stellnetzen oder als Beifang in der Fischerei. Und dann könnt ihr euch ausrechnen, wohin das geht. Das ist auch relativ schnell zu Ende. Und die können das mit ihrem Echo nicht orten, weil diese Fäden des Stellnetzes sind einfach zu dünn. Sie schwimmen da rein und es ist ja ein oberflächensauerstoffatmendes Tier, also atmet Luft genau wie wir. Und ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert, wenn du unter Wasser rumschwimmst und auf einmal mit deinem Kopf in so einem Stellnetz hängst, dann ertrinkt ein Schweinswal, ein Delfin, eine Meeresschildkröte, ein Vogel, also alles, was Luftsauerstoff atmet und auch ein Fisch, der sich nicht mehr bewegen kann, der seine Kiemen nicht mehr umspülen kann. Auch der ertrinkt. Gnadenlos. Which has led us to the situation we find ourselves in today. The vaquita's fate was not always a foregone conclusion. Lots of things could have turned the tide in favor of the tiny cows. Political will to invest in alternative fishing tech. Auch sehr schön, dass das Video rattert ganz schön durch. Wir gucken uns gleich noch zwei, drei andere an, die ein bisschen länger sind und auf das Thema näher eingehen. Müsst euch vorstellen, als ich studiert habe, waren das noch einige hundert Vaquitas. Und damals sprach man schon davon, naja, der ist dem Aussterben nah, wir müssen was tun. Da muss jetzt die Politik sich bewegen, da müssen Regularien stattfinden, es muss auf dem Meer besser kontrolliert werden, im Golf von Mexiko, mexikanisches Gebiet, na klar. Hashtag Drogenkartelle.
man muss jetzt da was machen. Man muss einen Actionplan erstellen, wie wir dieses Vieh noch retten können. Das war schon, guck mal, wann habe ich studiert? 2003 bis 2009. Da in der Zeit schon ein Thema. Enforcement of the illegal trade in Tatuaba swim bladders or even a concerted effort to retrain fishermen could have saved the vaquita. Also, alternative Fischereimethoden, scheiß Kiemennetze raus, Schwimmblasenverkauf oder den Handel damit verbieten und die Leute educaten oder alternative Einkommensquellen finden. But ja, none of those things did, because none of them happened in a way meaningful enough for long-term change. Sowas findet noch nicht mal in Deutschland statt. Und dann in Mexiko, eins der korruptesten Länder der Welt. Leute, ich war schon so oft in Mexiko, viele, viele Wochen dort verbracht. Dort wird Korruption mit einem ganz großen K geschrieben, leider. So at the end of the day, why is it important? The vaquita is important because it's emblematic of the biodiversity crisis that is seizing our planet. More species are going extinct and more quickly now than ever before. Also wir schauen uns mal das Diagramm an. Also wir sind 200 Jahre zuvor und heute, okay, hier not many und hier the most ever, Extinctions. Also es gab ja einige Aussterbeereignisse und über die letzten 200 Jahre im Rahmen der Industrialisierung und Fischerei und Walefang und so weiter ist das natürlich angestiegen, dass wir Spezies ausgerottet haben. Dazu kommt noch Lebensraumverlust, Vergiftung, Plastik im Ozean, bla 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 bla, die ganze Scheiße, ne? Also wir verkacken das in Sachen Artensterben gerade richtig doll. Es gab einige große Artensterben schon zuvor, aber natürlich ausgelöst durch Klimaveränderungen, durch eingeschlagene Asteroiden, Vulkanausbrüche, dies, das, da könnt ihr euch ordentlich belesen. Aber das, was wir gerade veranstalten, ist das krasseste Artenaussterbeereignis aller Zeiten. 100 bis 150 Tierarten sterben jeden Tag aus, unwiederbringlich. It's history. And just to spell it out for you, our impact on the Earth is literally greater than an 80-kilometer asteroid slamming into the Yucatan Peninsula at 20 kilometers per second. You know, that asteroid that killed the dinos. So while it might not save the vaquita, next time you're thinking about driving to the cafe to get a drink in a single-use plastic cup with a single-use plastic straw, just maybe think of your new favorite tiny porpoise's little football babies and be like, I'm gonna find an alternative that might not be as hard on the planet. You know, for the tiny porpoise cuddles. Thanks for watching, everyone. Also, ich gehe bei dem Video komplett mit. Das Ende passt mir nicht, weil es wird nicht den Vaquita retten, wenn ihr euch im Café gegen einen Plastikstrohhalm entscheidet. Das ist ein sehr nobles Denken und das hat ja auch die EU mit dem Plastikbesteckverbot und Einwegplastikverbot und so weiter. Das haben wir alle verstanden. Das rettet den Vaquita aber nicht. Das heißt, das passt mir an der Stelle eigentlich nicht. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt so einen Überblick über die Situation, die hier herrscht. Okay, passt auf. Wir gehen mal noch ein bisschen weiter. Xai Show kenne ich auch noch nicht, aber die haben das ganz gut gemacht. We probably can't save the vaquita, but we can learn from them. Das ist eben das Wichtige. Gehen wir rein, mal gucken, was sie zu sagen haben. Who among us would not have loved to catch a glimpse of the shy dog-like Tasmanian tiger at night or seen the impressively tubby dodo waddle? Also auch hier, ne? Wir Menschen haben einfach nichts gelernt, indem wir so ikonische Spezies haben aussterben lassen wie den tasmanischen Tiger. Das war das in den 50ern oder was? Das letzte Video von dem ist ja in Schwarz-Weiß. Hätte ich gerne live gesehen, ey. Das war... Ach Mann, ey, das war ein geiles Tier. Tasmanischen Tiger hätte ich wirklich gern gesehen, Dodo sowieso, aber da waren selbst unsere Großeltern noch nicht auf der Welt, glaube ich, als der ausgestorben ist. Geiles Tier. Da werden noch ein paar Folgen, leider. But we can't. These stunning creatures are now... Ah, guck mal, 36 und 1600, alles klar. Distinct because of us. Today is International Save the Vaquita Day, where people around the world are hoping to make a last stand against extinction. This is because while extinction does happen naturally, scientists estimate that our actions have sped up the rate of die-out by 100 times or more. Ja. Right now there are more than 25,000 species considered vulnerable, endangered or... So, ich gehe nochmal hier runter. Das ist so ein bisschen schwierig für mich. Also mehr als 25.000 Arten sind considered vulnerable, endangered or critically endangered, also vom Aussterben bedroht. Ne? Vorsicht! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Der Biologe erhebt den Finger, den biologischen Finger. Man kennt aktuell 1,5 Millionen Tierarten um und bei. Man schätzt, es sind 10 bis 20 Millionen mindestens insgesamt. Das heißt, wir kennen eine ganze Menge nicht. Und assessed, das heißt...
wirklich gezählt, wie viel gibt es davon noch? Das weiß man ungefähr zwischen 80.000 und 90.000 Arten. Dazu ist ja die IUCN Red List, die verlinken wir euch unten auch nochmal. Meine Lieblingsliste, die rote Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Immer eine ganz gute Quelle, um sich einen Überblick zu verschaffen. Okay, wie viele Arten sind vom Aussterben bedroht? Welche sind es überhaupt? Welche sind gezählt? Bei welchen kennt man keine Daten? 25.000, die man kennt, die man assessed hat. Da bleiben noch Millionen, von denen man nichts weiß. Immer im Hinterkopf behalten. Critically endangered, like the vaquita, an adorable tiny little porpoise. And whether you like it or not, we can't save all of those. And that probably includes the vaquita. But hopefully, by looking at species on the brink, we can learn how to keep others from reaching. Wichtigster Punkt. Das muss man nochmal wiederholen. Wir können aus dem Teil, den wir bei dem vaquita, wir als Menschenrasse, verkackt haben, vielleicht etwas lernen. Wir sollten daraus sogar was lernen. Point of no return. The vaquita should be found swimming in the Gulf of California in Mexico. Und ihr seht auch, warum der da abhängt. Ich möchte das nochmal ganz kurz deutlich herausstellen. Hier kommt der River Colorado rein, der bringt natürlich Mineralien und so weiter, also Düngemittel quasi, aber im positiven Sinne und im negativen natürlich auch, hier in die Flussmündung und ernährt damit dieses Meeresgebiet an dieser Stelle extrem gut. Das heißt, Plankton kann wachsen, Fische können wachsen und die Sea of Cortez, also der Golf von Kalifornien, der ist ultra krass nährstoffreich. Da finden Wale, Mantas, Mobulas, weiße Haie. Ey, Leute, da, vom Blauwal bis zum Buckelwal, da gibt es alles. Da ist richtig viel Action. Ich würde so gerne mal dahin. Ich würde da so gerne mal tauchen gehen. Da würde ich gerne mal ein nicht Artenschutzprojekt machen, sondern da würde ich gerne mal meinen Kameramann Nico schnappen und wir beide gehen da einfach mal ein bisschen tauchen in Sea of Cortez. Man muss ja auch mal was Schönes machen. Aber zurück zur Geschichte. If you want to jump in a boat in the hopes of spotting one, you're out of luck. Conservationists estimate that there are less than 30 left. Denkt dran, mittlerweile wissen wir, es sind um die 10. That's because between 1997 and 2015, their numbers dropped by 92%. Check das. In den letzten 20 Jahren, in nur 20 Jahren, ist der Bestand um 92% runtergegangen. Das ist auch ähnlich bei Orang-Utans. Gorillas, Löwen, Giraffen, bla 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 bla. Seht euch die Zahlen an und rechnet euch aus, was das für die nächsten 10, 15 Jahre bedeutet. Das muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. At this rate, they will be gone within a decade, perhaps even by the end of this year. Vaquitas were listed as vulnerable in 1986 because of their limited range and the threat posed by gillnet fishing. That's a style of fishing where large vertical nets are hung in the water to ensnare animals as they attempt to push through the mesh. Because of their small size and similar size to the fish that the fishermen are actually trying to catch. Wichtig, auch schöne Information, also der Vaquita, 1,50 Meter, 50, 60 Kilo. Der Totoaba, um den es geht, der Fisch, kann zwar über 100 Kilo, ist aber ungefähr selbe Größe des Vaquitas. Das heißt also, das Netz ist perfekt dafür gemacht, um diese Tiere zu töten. Und denkt dran, es ist ein verdammt grausamer Tod. Vaquitas often end up entangled too. In 1990, their status was changed to endangered and then to critically endangered in 1990. Innerhalb von nur 6 Jahren, das ist ungewöhnlich bei Spezies, ne? Also die IUCN Red List zählt ja immer Tiere oder bewertet zumindest die Zahlen, die aktuell verfügbar sind aus den wissenschaftlichen Studien. Und innerhalb von nur 6 Jahren den Status zu wechseln auf noch bedrohter, ist, als ob man mit 300 fährt Richtung Extinction, also Aussterben. Und denkt immer dran, Aussterben ist fucking nochmal für immer. Despite that early warning, it wasn't until 2005 that the Mexican government created a refuge where gillnets are banned. Wisst ihr, wie viel ein Refuge in Mexiko wert ist? Just saying. That wasn't enough to stop the decline. So in 2013, incentives were given to switch shrimp fishermen to trawling instead, and a temporary gillnet ban was enacted in 2015, which was made permanent in 2017. 2017 erst das Gillnetting verboten, ja? Da waren damals schon nur noch, was weiß ich, 80 Tiere übrig. Problem is, illegal gillnet fishing continues to this day because totoaba, a type of fish that are also critically endangered, fetch a high price on the black market. So in a last ditch effort to save the vaquita, scientists have been trying to catch them and put them in a special protective sanctuary for captive breeding. Ihr kennt mich. Ihr wisst, was ich davon halte. Und jetzt muss man mal überlegen, ich nehme jetzt mal als vergleichendes Beispiel unseren European Bison, unseren Bison.
Noch 12 Tiere übrig in Zoos. Kannst du gut halten, kannst ernähren, weißt du alles drüber, über die Biologie und so weiter. Du kannst sie züchten wie Kühe. Das hat geklappt. Easy. Das ist im Vergleich dazu das Einfachste überhaupt, so ein Bison zurückzubringen. Ein Landtier, wo du eh keine großen Riesenflächen brauchst, um dir zurückzuholen und so weiter. Auch wenn die genetische Variabilität bei 12 Tieren, die ist eher so mittel, genau wie beim Geparden. Ein Schweinswal, der riesige Flächen braucht, und mit riesig meine ich ja Quadratkilometer große Seestücke. Ernährung jeglichster Art, der schon super empfindlich bei den kleinsten Störungen reagiert. Überhaupt den Plan zu entwickeln, wie verzweifelt man da sein muss als Walwissenschaftler. Scheiße, wir fangen die jetzt. Wir versuchen die in einem Seapen, also in einer abgesperrten Bucht oder in einem abgetrennten Schwimmkäfig, zu halten, dort zu vermehren und dann davon wieder freizulassen. Das gab es schon mal, das gab es bei einem Flussdelfin in Asien. Das endete damit, dass die Flussdelfine, die gefangen wurden, in den Netzen entangled und gestorben und ertrunken sind, die das Seapen waren. Also dieser Plan ging schon mal schief. Dieses Protective Sanctuary zu erstellen war aus meiner Sicht, jetzt muss ich meine Worte weise wählen, erwartbar, dass das irgendjemand macht, um die Tiere zu retten und dass das irgendjemand genehmigt. Aber es war eine verdammte Scheißidee. Es war eine verdammte Scheißidee und ihr werdet noch sehen, warum. Things are not going well so far. One female even died in the process. Plus, there's concern that there are already just too few of them to have enough genetic diversity. That's a measure of how much variation there is in the DNA of a species. And it ja, wenn du nur noch 10 hast oder 12, dann ist da keine große Varianz in der Genetik, ne? Und ich sag mal so, du hast noch 12 Tiere, du fängst eins und es stirbt. Wie fühlen sich dann die Wissenschaftler, die eigentlich was Gutes tun wollen? Alter Schwede, ich möchte nicht in deren Haut sein. Das ist so krass, ey. Important for avoiding the health consequences of inbreeding. Captive breeding can be somewhat successful, like it has with the Amur leopard, but even then, there are challenges. The Amur leopard is a subspecies that used to roam around southeastern Russia, the Korean Peninsula and northeastern China. Und denkt dran, man kann jetzt wirklich alles, was Wale und Delfine und so weiter betrifft, und ich spreche jetzt wirklich ausschließlich über Wale und Delfine, also diese 93 Arten, die zu fangen und zu züchten und wieder auszuwildern, halte ich für bei allen Arten ausnahmslos für eine extrem schwachsinnige Idee. Weil sie leiden, sie sind gestresst, sie sterben beim Fangen, sie werden sich in Gefangenschaft schlecht oder nur sehr mäßig fortpflanzen. Die Generationszyklen sind ewig, teilweise 5-10 Jahre, bis wieder ein Kalb kommt. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn. Viel wichtiger wäre es hier, 100%iger Schutz des Habitats, Sea of Cortez, nördlicher Teil Golf von Kalifornien, und die 100%ige Umsetzung geltenden Rechts, weil Gillnets sind hier verboten. Und die Leute machen es trotzdem. Also nicht vergleichbar mit dem Leopard, aber ich bin gespannt, welches Beispiel jetzt hier kommt. Until poachers shot nearly all of them for their gorgeous, thick, spotted fur. Surveys in the late 1990s estimated that between 25 and 40 Amur leopards were left. That ultimately led to the Russian government stepping in by creating a massive protected area called Land of the Leopard National Park in 2012. And just giving the leopards enough space has brought their numbers up some. So, ganz wichtig, also den Nationalpark erweitern oder vergrößern oder einfach 100%ig schützen und dann kommen die Leoparden zurück. Genau wie im Tiger, das funktioniert bei Landtieren extrem gut. Officials announced that there were 84 adults in the wild in early 2018, which is great, except that some geneticists fear they're too inbred to truly recover. Ja. Luckily, captive breeding has been effective, as more than 220 or more leopards live in institutions worldwide. There's just one catch, and it's a pretty big one from a genetics point of view. They are So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt genau das sagt, was mich bei allen Großkatzenbesitzern, ob jetzt Zoo oder Privathaushalt, so extrem stört. Wir halten die ja für den Artenschutz. Achtung. Not purebred Amur leopard. Nein, die sind nicht purebred. Also wie alle Tiger in Gefangenschaft, die Mischungen sind aus sibirischen Tiger, Bengal-Tiger und sonst irgendwem, weil die einfach kreuzgebrütet werden. Nein. Das hat gar nichts mit Artenschutz zu tun, wo man die 100% nur innerhalb der eigenen Art oder Unterart fortpflanzen dürfte. Was sagen denn jetzt die ganzen Tigerleute?
leopards. The captive population started with just 9 wild leopards, 2 of which were most likely a similar-looking Chinese subspecies. Ja. Und schon bringt das Ganze gar nichts mehr. That injection of non-relatives means the captive population actually has more variation in its DNA than the wild one. But they're not exactly a more leopards anymore. Some geneticists would argue there's something new, which is what makes this kind of interbreeding, even for conservation, extremely controversial. Das ist kontrovers und wäre mit dem kalifornischen Schweinswal sowieso unmöglich. If the captive-bred leopards are reintroduced to the wild population, pure Amur leopards could disappear completely. Mhm. But if they're kept separate, the wild population may not recover at all or may be too inbred to be viable long-term. It's a tough call either way. Das ist es. Birds are lucky, though, that they've got some room for growth in that big park. Javan rhinos are in a similar position, but they don't have that luxury. Ujung Kulon National Park in Indonesia has 4... Schön, dass er hier die Beispiele bringt, aber das ist alles landbasiert, ne? Und auch hier reden wir über Tiere. Amur Leopard 84, Javan Rhino sind meines Wissens aktuell 72. Um und bei Ujung Kulon sind, glaube ich, 60 Tiere. Es gibt noch ein paar andere. Aber mehr als 70 sind es, glaube ich, nicht. Genau wie beim Sumatra-Nashorn. Hier ist Lebensraumschutz essentiell. Alles andere wird schwierig. 50 to 60 rhinos. Poaching for horns was one of the biggest factors in the species' demise. But now there are rhino protection units patrolling the park to... Mit denen ich schon zweimal los war, mit der RPU. The problem is, Ujung Kulon cannot fit any more rhinos. Already they're packed in so tightly that scientists feared diseases could spread quickly enough to speed their extinction. And there are signs that that's already happening, as bacteria from nearby cattle farms seem to be making their way into the rhino population. If that's not bad enough, there's also an invasive palm species overtaking the rhino's preferred food plants, wreaking havoc on what little habitat they have. Nichtsdestotrotz, hier ist noch alles möglich. Ne? Bei den Rhinos ist alles möglich, bei den Amur-Leoparden ist alles möglich, aber komm jetzt mal zurück zum Schweinswal. Scientists have admitted that they are at an impasse. They're not sure if the rhinos can be safely relocated, even if there was somewhere for them to go. And it's not clear if they would take to captive breeding or what such a program would need to look like to work, or if there are already too few of them for it to matter. Ein Thema, was ihr im Fernsehen von mir noch sehen werdet, denn ich habe schon bereits einen Film darüber gemacht, über Sumatra-Nashorn, der kommt vermutlich nächstes Jahr und ist mein bisher allerbester Film aller Zeiten. Der ist richtig, richtig geil, der wird euch vom Hocker reißen. Garantiert. Like with the Amur leopards and the vaquita, any efforts to save the rhinos might just be too little too late. These are heartbreaking stories with a hard lesson. Stopping the extinctions we're causing means acting early, not waiting until... Ganz gefucking now. Man hätte bereits vor vielen, vielen Jahren damit anfangen müssen, geltendes Recht und Schutzmaßnahmen für den kalifornischen Schweinswal richtig durchzusetzen. Und richtig, als man merkte, scheiße, die Zahlen brechen innerhalb von nur 10, 20 Jahren um 90% ein. Da ist Action gefordert, Alter, von einer Regierung. Wir reden hier über Mexiko. Things are dire and hoping a Herculean effort will save the day. Perhaps if gill nets were banned sooner, vaquitas wouldn't be on the brink of extinction now. Or if the Land of the Leopard National Park had been created decades earlier, genetic diversity wouldn't have been a concern. But conservation, like lots of areas of science, is tricky, partly because it's not just about the animals. Protecting species also means finding a way to resolve conflicts between them and us, like how to make space for the Javan rhino without taking away the livelihood of neighboring farmers. Zum Glück haben wir keinen Konflikt mit dem kalifornischen Schweinswal, sondern nur mit den Menschen, die Gillnets aufstellen. Also den Vergleich, den finde ich hier nicht ganz so passend. The power of hindsight lets us see where things went wrong for these species and it gives us clues as to how we might avoid making the same mistakes going forward. Thanks for watching this episode of SciShow. Ja, auch hier wieder Ende eher so mittel, aber guckt mal. Wir gehen nochmal ins nächste Video rein. Wir arbeiten uns einfach mal ein bisschen zu dem Wissensstand durch und können ja auch von jedem Video was mitnehmen. Save the Vaquita Petition. Na gut, gehen wir mal rein. Gucken wir mal. The World's Smallest Porpoise. Da ist er. Und so sieht er tatsächlich... Guck mal, wir haben bis jetzt Videos geguckt und noch nicht ein einziges Mal ein Video oder ein schönes Bild von diesem eigentlichen Tier gesehen. Merkt selbst, ne? Vaquitas are unique.
For a couple of reasons. One, most porpoises are cold water species, but the vaquita are a warm water species, a tropical species. Mm-hmm. But really it is their very small range. Typically when we look at the distribution of different porpoise species, they can be fairly large. In fact, for the Dall's porpoise, it's the realm of the entire North Pacific Ocean from Japan to California. But that's not the case with vaquita. Also auch diese Wissenschaftlerin betont nochmal, eins der größten Probleme ist einfach das extrem kleine Verbreitungsgebiet. Vaquita are found in a very, very small region within the Sea of Cortez, the upper Gulf of California. And in fact, I believe it accounts for less than 1% of the entire surface area. 100% ist das so. Our planet's oceans. The thing with gillnets is they really don't. Boah, diese Vorstellung, als Meeressäuger oder als Taucher oder als wer auch immer in so ein Netz zu geraten und da einfach zu ertrinken und nicht mehr rauszukommen, ist, das muss man sich mal vorstellen, ne? Das ist ja ein Tier, das fühlt wie wir, das ist schon have much of an opportunity for the animals to survive once they're nicht in. Gut. They're designed to catch fish. Gillnets are a very successful fishing gear that are used around the world with different mesh sizes that go according to the different species that are desired. Unfortunately, they can be indiscriminate and non-selective and can catch. Wichtiges Wort, non-selective. Gillnets, die ja im Ozean stehen, da ist alles drin. Der Totoaba, den sie fangen wollen, der kalifornische Schweinswal, Meeresschildkröten, Mobulas, Haie, Rochen, Vögel, da ist alles drin. Der Beifang ist bei solchen Sachen extrem hoch. Übrigens auch bei uns in Ost- und Nordsee. Genau dieselbe Scheiße. Da steckt der Kormoran drin, genau wie der Schweinswal. More than the desired species of the fishery. Mm-hmm. And unfortunately, because of the nature of gillnets, there really is no escape route once the animals are caught. Exactly. And they will simply die. It was a tremendous privilege to join the expedition in 2008. And our mission on that particular scientific expedition was to find the vaquita. Stellt euch mal vor, ihr müsst rausfahren aufs Meer, Verbreitungsgebiet, keine Ahnung, 2800 Quadratkilometer, und dann musst du einen oder mehrere von 10 oder 12 Tieren finden. To get an accurate population estimate, find out, you know, how many animals are there. And it really was quite tremendous and an honor to see them in the wild. And there's one day that always stands out in my mind, where in one afternoon we saw half of the entire world's population of vaquita. Boah, ist das krass. Einfach mal 6 Vaquitas gesehen, halbe Population, die noch übrig ist. Eieieiei. And that's both tremendously exciting and terribly disappointing at the same time, that there would be so few left. Looking back, I wish now, if only we could have that many vaquita at this point in time, because most of the animals that I saw have died. And that's a tremendously sad state, knowing. Stell dich das mal vor, ne? Also sie hat wissenschaftlich mitgeguckt, wie viele gibt es denn eigentlich noch, welche gesehen, und die meisten davon sind dann tot. Alter Schwede, had they have not encountered fishing nets, they could very well still be alive. It would be within their known lifespan. The efforts that Mexico has taken and the scientific community has taken and so many organizations, particularly in the US but around the world, have taken to try to prevent us from getting to where we are today is tremendous. It's extraordinary, and I can't thank people enough, because had those efforts not have been taken, we may not have vaquita at this point in time. And if aber es sind halt einfach nur noch super wenig. Don't save those animals, the vaquita species will go extinct. So, und das ist so ein Punkt, da stimme ich mit den Wissenschaftlern einfach nicht überein, ne, mit diesem Satz. You can help by spreading the word about the vaquita. Nein, könnt ihr nicht. Ihr könnt nicht helfen, den vaquita vorm Aussterben zu bewahren. Das könnt ihr nicht. 100% nein. Ich zeige euch aber, wer das kann. Hier ist es einfach vorbei mit dem Quatschen, mit der Awareness über Kampagnen, über der vaquita wird aussterben, wir müssen was tun, bitte Leute, spendet hier. Nein, es ist vorbei. Das wird ihm nicht mehr helfen. Keine Chance. Wie gesagt, das sehe ich definitiv ganz anders. So, da kannst du eine Petition signen, wie du willst. Den vaquita wirst du nicht retten. Aber gut, mal spannend, das von der zu hören. Guck mal, dann gibt es vaquita CPR. CPR ist ja Erste Hilfe. Die dann wirklich versucht haben,
die Vakita, also eine Sea Pen zu bauen, die Vakitas zu fangen, wollten sie dort vermehren und so weiter. Und die haben auch ein Video reingestellt. Das ziehen wir uns nochmal kurz rein. Bin ich gespannt, was sie zu sagen haben. Vakita CPR, our story. Na, mal gucken. The Vakita porpoise is the most critically endangered marine mammal species. Da haben wir jetzt das erste Mal ein Video von dem. So sieht er nämlich aus. Ein wunderschönes Tier. Diese wie brillenähnlichen Augen. Der kleine Körper, dunkelgrau, an der Seite weiß, in diesem grünen Wasser. Ich finde, der sieht auch wunderschön aus. Also, der ist wirklich von den Schweinswalen, würde ich sagen, das Schönste. Planet. Ja. This tiny marine mammal is cool. Only found in the upper Gulf of California and has the most restricted range of any cetacean. Recent reports suggest there are fewer than 19 animals in existence today. Particularly harmful to the porpoise are gill nets used to catch a large fish, the totoaba, which is butchered for its swim bladder and sold for thousands of dollars on international black market. Mehr als Gold oder Kokain. Man sagt dazu auch das Kokain des Meeres. Kids. Vaquitas become entangled in these nets and drown. The last totoaba season we recovered about 500 nets and 400 were for totoaba. 500 Gillnetz, Stellnetze in diesem kleinen Bereich. Da hat kein Meerestier eine fucking Chance, ne? Und deswegen sind meine Geisternetzwochen so wichtig, weil dieser Scheiß muss aus dem Meer raus. Das kann nicht sein. In 2017, an emergency field effort was undertaken in an attempt to rescue vaquitas from extinction. The effort was called Vaquita CPR and involved over 90 experts from across... 90 Experten von der ganzen Welt, den kann ich sogar... haben sich darauf geeinigt, okay, wir fangen die Viecher und versuchen alles. Als letzten, wirklich allerletzten Versuch, diese Tierart zu retten. Und ich will nicht vorweggreifen, ich habe es ja aber auch schon gesagt, es ist gescheitert. The Globe. Vaquita CPR was a really bold move on the part of conservation. Absolut. Scientists. Bold move. That came together to figure out what could be done differently? What could we do to actually help pull the vaquita back from the brink of extinction? Very little is known about vaquitas, so the rescue plan was built on decades of knowledge and experience with other porpoise species. The goal of Vaquita CPR was to bring vaquitas into temporary human care until all gill nets could be removed from their habitat, enabling them to return to a safe home. Temporary human care. Welche fangen, auf sie aufpassen, in einem Sea Pen alle gill nets rausholen und dann wieder freilassen oder vermehren. The effort involved finding, catching and then caring for vaquitas. Die haben sogar, glaube ich, ausgebildete große Tümmler vom mexikanischen Militär abgerichtet, um Vaquitas zu finden. Bin mir sicher. Ich guck mal, ob das hier noch kommt. A large vessel was utilized as the sighting platform in order to locate vaquitas from great distances. An international scientific and veterinary team was assembled to safely catch and care for the animals. Und es ist so gut wie unmöglich, einen Schweinswal, einen Delfin oder einen allgemeinen Wal sicher oder stressfrei zu fangen. Es ist unmöglich. A land-based housing and veterinary facility were built on the neighboring coastline to provide a place of shelter in the event of severe weather. Large sea pens were designed, constructed and anchored in the Gulf to provide temporary housing. Wahnsinn, der Effort, die Kosten, unfassbar. During the month-long operation, two vaquitas were safely rescued using light nets and acclimation to the sea pens was attempted. The first animal rescued was a young female vaquita. Despite attempts to keep her calm and comfortable, she was released 4 hours later due to outward signs of stress. Also man musste sie wieder freilassen, weil sie so gestresst war. Es
es ist, ich hätte diesem Plan nie zugestimmt, aber ich bin auch kein Walwissenschaftler. The second animal rescued was an older female vaquita. Although the animal showed positive signs of acclimation, she abruptly began to show evidence of distress. An emergency release was performed, but the animal circled back and was in need of critical care. Sadly, she did not respond to emergency care and did not survive the night. Following this event, it was determined by an expert advisory group that the rescue efforts should end. The lack of... Mich nimmt das echt mit. Ihr wisst, ich bin nah am Wasser gebaut und dass mir das immer mal wieder passiert, dass mich Dinge mitnehmen, die mich sehr beschäftigen. Aber ich denke jetzt nur an die Wissenschaftler, die ja hier einen ultra krassen Verzweiflungsmove machen, im letzten Attempt, diese Tiere noch zu retten und sogar eins umbringen und daran scheitern. Success in relocating vaquitas into temporary protection emphasizes the need to improve our understanding of all threatened cetacean species when there are hundreds to thousands of animals remaining, not a handful. Wichtigster Satz. Wir müssen zusehen, dass, wenn es von einigen nur noch einige hundert oder einige tausend gibt, dass wir dann agieren, mit aller Härte, mit aller Macht und nicht erst, wenn es nur noch zwei Hände voll gibt. Ja. This will give scientists more time to learn about the species' adaptability to new environments before the situation becomes dire. Conservation approaches should be integrated into broader efforts to conserve ecosystems and involve the human communities that depend on them. Immer. Immer die Communities mit einbeziehen. Net pulling efforts must continue to remove deadly nets from the vaquita's path. Und guck mal, es ist das, was ich sage, ne? Diese scheiß Netze. Es sind ja nicht nur die Vaquitas. Es sind ja auch, guck mal hier, eine Lederschildkröte, ey. Da sind Blauwale drin. Ihr habt es jetzt vielleicht mitgekriegt in den Medien, die Walkuh, die trotz Entanglement in Fischereigeräten ein Baby bekommen hat. Also es ist diese ganze Scheiße, die da draußen abgeht, wegen diesen verschissenen Netzen. Nicht nur, weil es wie hier ist, wenn es um die Schwimmblase geht, sondern eben auch um unseren Fischkonsum. Es ist einfach eine Riesenscheiße. Der Kollateralschaden, der ist kein Kollateralschaden. Ich weiß nicht, was das andere Wort dafür ist, wenn das meiste, also nicht nur ein paar Zivilisten sterben, so ungefähr, sondern wenn einfach fast alles stirbt für dieses eine Fotzelchen, was man da haben möchte. Das ist eine Scheiße, echt. We have to be very committed to getting those nets out of the water. It's going to take some time to change the fishing cultures, and this is a global issue. It's not as desperate, but it's a very global issue that gill nets and marine mammals that have to live where gill nets are just incompatible. Vaquita CPR has launched a new effort called Project Esperanza, which is an international collaboration aimed at critical actions to save the last vaquitas from extinction. Vaquita CPR partner, Museo de la Ballena, puts local fishers to work to help find and pull gill nets. Continuous monitoring of vaquitas must continue by supporting the scientists utilizing underwater listening devices to locate and monitor the abundance of vaquitas. Vaquita CPR's partners at Canabio in Mexico are doing this important work. Ultimately, the decision to save vaquitas is in all of our hands. The problem is too complex for one individual, one organization, or even one country to solve. It will take all of us working together to solve the problems. Und ich sage euch, das Problem des Vaquitas werden wir nicht lösen. Den werden wir verlieren. Weil es eben nicht in unseren Händen liegt.
Visit Vaquitas. Dafür sage ich euch, was in unseren Händen liegt. Nämlich, dass wir aus diesem Verlust, aus diesem Scheiß, der dort passiert ist und immer noch passiert, sind ja noch nicht ausgestorben, aber gerade werden Netze gestellt und morgen hängt vielleicht wieder einer da drin, zeige ich euch, wie man diese Scheiße aufhalten kann. So, wir gucken uns noch ein Video von Sea Shepherd an. Full Video: Sea Shepherd Attacked in Vaquita Refugee on World Wildlife Day. Ihr wisst, ich bin großer Freund von Sea Shepherd. Ich bin mit vielen dort befreundet und aus meiner Sicht ist es ja die einzige Action-Meeresschutzorganisation, die wirklich Wale rettet, aktiv, indem sie sich an der Frontline den Wilderern, den illegalen Poachern, den Arschlöchern auf dem Meer entgegenstellt. Mit ihrem eigenen Leben. Deswegen habe ich einen wahnsinnigen Respekt vor diesen Menschen und unterstütze die mit all meiner Macht. Die sind im Golf von Mexiko für den Vaquita im Einsatz. Und jetzt seht ihr, dass eben nicht mit einer Petition oder einer Unterschrift oder dem darüber reden hier was getan werden kann, sondern mit aller Härte und aller Macht, die man besitzt, mit Waffen, das Gesetz durchsetzen. Aber das muss man hier an der Stelle machen gegen Hunderte illegale Fischer in Mexiko, Drogenkartelle, bewaffnete Menschen. Und das als Umweltschutzorganisation wie oder Meeresschutzorganisation wie Sea Shepherd. Freunde, also das ist auch nicht einfach, ne? Weil diese Leute, denen man sich dort in den Weg stellt, die schießen zurück. Oder die schießen als erstes. Das ist der Kampf, den die Leute da dran. Die greifen Marineschiffe an, ja? Also das müsst ihr euch mal überlegen. Sea Shepherd is in the Upper Gulf of California to protect the most endangered marine mammal in the world, which is the Vaquita Marina. It's a small porpoise. It is on the brink of extinction. The Totoaba is the fish that the poachers are actually going after here. They're also critically endangered. The gill nets that are being laid in the Upper Gulf are not only catching the Vaquita, they're catching the Totoaba and everything else that swims with the current. So our goal here is to pull as many illegal nets as we can. Und denkt immer dran, solange ihr nicht dort auf dem Schiff steht, ja, liegt es eben nicht in euren Händen. Bei einer Geschichte wie dem kalifornischen Schweinswal, wo es eben leider einfach zu spät ist. Es ist verdammte Scheiße zu spät. Vaquita Refuge, the Sharpie, saw a buoy in the water, which was clearly attached to a net. The protocol from there is to go and pull that net out of the Vaquita Refuge. Unfortunately, with all the other illegal poachers around in the area, we were unable to achieve that goal because they got in between us and that net. Und denkt dran, ne? Also da ist jetzt ein Sea Shepherd Schiff, da ist ein Marineschiff, das sind 2-3 Soldaten oder 4 auf so einem Sea Shepherd Schiff dabei, also Marines. Sich dann so einer Gang aus 10, 15 illegalen Fischern, die zu viert oder zu fünft auf einem Boot sind, mit Waffen entgegenzustellen, die für Drogenkartelle arbeiten und so weiter, die mit einem Kilo Schwimmblase, die sind ja nicht die Händler in China, aber immer noch um die 8.000 bis 10.000 Dollar machen. Wisst ihr Bescheid? Bam! Da kommen die Steine geflogen. Also hier geht's um Leben und Tod. Guckt euch das mal an, Freunde. Aber hallo. Es gibt noch andere Videos, die könnt ihr euch da anschauen, wenn es um Sea Shepherd und so weiter geht und auch um den Vaquita. Da gibt es wirklich unfassbar viel Informationsmaterial. Ich lege euch auch einen Film ans Herz, den der Leo mitproduziert hat.
eine Doku über die geheimen Machenschaften im Meer, und zwar Sea of Shadows. Ich würde mir gerne den Trailer angucken, aber dann wird man ja bei YouTube gleich rausgebannt. Aber zieht euch den Film rein, da kriegt ihr schöne Insights als kleinen Tipp. Ich möchte jetzt nochmal ganz am Ende euch wirklich so ein bisschen was mitgeben, was wir aus dieser Vaikita-Situation lernen können. Wir sind hier wieder auf der IUCN Red List, ne, der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Und der Vaikita ist bei Critically Endangered, CR. Danach kommt nur noch die nächste Stufe, die wir dem Vaikita entweder in 22 oder in 23 zuordnen werden. Extinct in the Wild. Ausgestorben. Und das ist einfach super krass. Ach Mann. Das ärgert mich so sehr. Es gibt viele, viele tolle Informationsseiten dazu. Belest euch mal, hört die Podcasts, auch hier beim Deutschlandfunk Nova. Da sind gute Sachen dabei. Warum, wieso, weshalb? Und erinnert euch, ne, der kalifornische Schweinswal wird nicht gejagt, sondern es geht halt um diesen bescheuerten Totoaba-Fisch. Was heißt, der ist ja nicht bescheuert, aber um seine Schwimmblase. So sehen die Dinger übrigens aus hier. Guck mal, da, da, zack. So sieht die Schwimmblase aus und so werden sie verkauft. Ja, ich wollte jetzt der Vollständigkeit halber, weil wir als Menschen ja was daraus lernen wollen, euch noch was über die anderen erzählen. Und zwar gibt es noch zwei andere, die in der ähnlichen Kategorie sind, und zwar der Commerson Dolphin, auch wieder 1,50 lang und um die 50 bis 60 Kilo schwer. Sehr geil, habe ich in Argentinien schon gefilmt und fotografiert. Wirklich toll, in Patagoniens Flussmündungen kommen die vor. Wie kleine Mini-Orcas, bloß in der Färbung andersrum. Super geile Tiere, super verspielt, kommen gerne zu zweit, zu dritt ans Boot. Echt ultra, ultra geil. Alter, was ist das überhaupt für ein geiles Bild, ey. Get the fuck out of here. Super cool. Also die mag ich sehr, sehr gerne. Und in derselben Kategorie auch noch den, hier ist er, zack. Der, warte, da haben wir ihn. Den Hector-Delfin. Hectori. Neuseeland beheimatet. Wunderschönes Tier auch. Boah, geiles Bild, Alter. Hätte ich das gerne gemacht. Wunderschöne Tiere. Ihr seht, die sind alle so ein bisschen ähnlich, ne? Und auch beim Hectori, also beim Hectors-Delfin, der in Neuseeland wohnt, guckt mal, hier seht ihr es, seht ihr noch 7300 etwa. Aber es gibt vom Hectors-Dolphin eine Unterart, den Maui. Da haben wir ihn. Oh, das Bild ist sehr klein, weil es gibt die kaum. Das Bild ist sehr klein und sehr scheiße. Und von dem gibt es noch, steht es hier, da oben, 55. Freunde, ich glaube, dass wir insgesamt den Vaikita nicht mehr retten können. Dass das die Menschheit verkackt hat. Aus Gründen. Von bis. Mexiko ist ein korruptes Land. Das Gillnet, obwohl es verboten wird, wird immer weiter gestellt jeden Tag. Die letzte Rescue-Maßnahme ist gescheitert. Und die Preise dafür sind so hoch, dass die Menschen, die auf dem Meer den Totoaba fischen wollen, mit ihrem Leben bezahlen, um an diese scheiß Schwimmblasen zu kommen. Und zu wenig Menschen auf dem Meer unterwegs sind, um die Schutzgebiete zu verteidigen. Was wir davon aber lernen können, ist erstens, der Effort, dieses Tier zu retten, der kam viel zu spät. Lebensraumschutz ist extrem wichtig. Geltendes, bestehendes Gesetz durchzusetzen ist extrem wichtig. Marines auf Sea Shepherd Schiffen oder mit eigenen Schiffen auszustatten, ist super wichtig. Und jetzt mal zu schauen, von den 94, 95, 96, jedes Jahr wird ja nochmal eine Walart entdeckt oder eine wird gespalten in zwei Unterarten oder so. Ich sag mal, von den rund 90 Meeressäugern, die es jetzt noch gibt, da gibt es andere wie den Maui-Delfin, von dem noch 55 da sind. Auch hier ist es eine Sekunde vor 12, bevor der auch noch ausstirbt. Das Gute ist, der hockt in Neuseeland, Südinsel, Kaikoura, nördlicher Teil. Das wäre eine Region, wo man was schützen könnte, wo man Gesetze umsetzen könnte. Der hat also aktuell noch eine bessere Voraussetzung, das ganze Ding vielleicht doch noch zu drehen, als unser kalifornischer Schweinswal. Danach kommt der Commerson und danach der Hector mit 7000. Also
ne, diese Liste geht unfassbar weiter. Und es ist einfach schwierig, wenn ich jetzt, ich habe noch gar nicht auf die Flussdelfine geguckt. Es ist im Meer immer, immer schwieriger als an Land, definitiv, weil die Ausgangsvoraussetzungen einfach viel, viel schlechter sind. Die Kontrollen sind nicht so gut möglich und da draußen auf dem Meer herrscht Wild Wild West. Das, was ihr tun könnt, das ist natürlich jetzt auch die Frage. Darüber reden ist wichtig, solche Videos zu machen, um Menschen aufzuklären, wie ist die Lage da draußen, ist auch wichtig. Aber ich glaube, es zeigt euch auch eure Grenzen auf, ne? Wo man eben mit Petitionen oder Unterschriften oder darüber reden nicht mehr weiterkommt. Das ist jetzt hier die Grenze. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich auf Sea Shepherd-Schiffen mitfahre, warum ich Geisternetze raushole, warum ich solche Videos mache, solche Filme, warum ich Meeresbiologie studiert habe, weil mir genau das nicht passt. Genau deswegen mache ich das, was ich mache, jeden Tag. Und ich wünschte, einige andere Umweltschutzorganisationen würden nicht nur reden und Flyer machen und tolle Webseiten und einfach sich wieder auf ihre Ursprungssituation konzentrieren, rauszugehen und Wale zu retten und Delfine. Weil die Menschen, die da draußen um solche Tierarten kämpfen, die brauchen unsere Unterstützung. Und das ist eine meiner Hauptaufgaben, die ich für mich persönlich sehe, genau euch von diesen Menschen zu erzählen, die zu treffen, die zu begleiten, die so gut es geht, es eben zu unterstützen. Und manchmal ist das alles so überwältigend, und weil es ja, ihr seht es ja anhand meiner Videos und was ich euch erzähle und so, wie vielfältig die Probleme da draußen sind, und ich müsste eigentlich 76 Stunden am Tag dagegen kämpfen. Na gut. Das ist manchmal nicht einfach. Das ist heute so ein Tag, wo es nicht einfach ist.